Ah, Leute, ey, ich glaube, ich spinne. Erstmal moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander. Es ist zum Kotzen. Ich habe gerade eben die dritte Rostov-Mission gespielt. Lief ziemlich gut. Ich habe kaum Schaden genommen. Ich habe vier Cranes abgeknallt, darunter das Ask'Ja'Jar. Ich habe eine Fralti abgeschossen, einen Kreuzer der Kirafi. Wir werden nur noch ein einziges Mal, zweimal werden wir das Ding noch im Spiel sehen. Einmal davon holen wir es noch runter. Dann war ich durch damit. Und was war? Ich habe die Aufnahme nicht gestartet. Und natürlich habe ich vorher den Spielstand überspeichert. Ansonsten hätte ich das Ganze jetzt einfach nochmal gespielt. Aber das geht jetzt nicht mehr. Ich müsste, um diese Mission nochmal zu spielen, das ganze Spiel nochmal von vorn beginnen. Und da habe ich keine Lust zu. Sei es drum. Missionsziele waren, den fremden Kontakt zu identifizieren und wenn möglich zu vernichten. Und das habe ich gemacht. Im Raptor. Wir sind übrigens versetzt worden wieder, zurück in die Rapier-Staffel, in die Black Lines. Und jetzt sind wir im Venice-System, wie Shotlass uns so schön sagt. Das ist das, der Standort des Sektorkommandos der Kirafi. Und wir haben beim letzten Mal noch einen Gold Star bekommen, weil ich es tatsächlich geschafft habe, alles abzuknallen. Beim vorigen Mal hat das Spiel irgendwie die, ersten beiden Saltis im Asteroidenfeld nicht gewertet. Die zählten nämlich eigentlich mit dazu und dann hätte ich meinen Silver Star bekommen, aber hat halt nicht funktioniert. Ist halt so, kann man nicht ändern. Ich hoffe jedenfalls, dass ich jetzt weitestgehend durch bin, erstmal wieder mit Asteroidenfeldern und dem ganzen Dreck, denn im Rostov-System auch die letzte Mission wieder überall Asteroiden, das war einfach nur ätzend. Gucken wir mal, was Paladin zu erzählen hat. In der Super Nintendo-Version hat er mir hier von Carja erzählt, aber da ich Carja im letzten Einsatz abgeschossen habe, kann das jetzt eigentlich nicht sein. Oak was done. Genau richtig, den habe ich nämlich gerade abgeschossen. Also erzählt er mir natürlich das Gleiche, nur dass er sich jetzt freut, dass ich ihn platt gemacht habe. Das heißt, er wird uns in dieser Mission definitiv nicht belästigen. Tja, aber das hat sich jetzt hier erledigt. Carja ist ja hinüber. Tja, so ist es. So ist es. Wir spielen ja meistens mit Full Guns, aber jetzt gucken wir erstmal aufs Killboard. Ich sagte ja bei der letzten Episode, okay, die ich jetzt nicht aufgenommen habe, weil ich vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu drücken, dass wir die 120er-Marke knacken und das haben wir auch geschafft. 125 Kills haben wir jetzt. Das ist ziemlich gut. Mal gucken, wie viel es noch werden. Und dann gucken wir mal, wie unser erster Auftrag hier in Venice aussieht. In der Super Nintendo-Version musste ich den zwei teilen. Mal gucken, ob ich es hier in ein Video kriege. Ich hoffe, du kannst auch was, Hunter. Ich habe da ja so meine Zweifel.
Ach, komm schon. Ernsthaft? Okay, ab geht's. Wieder im Rapier unterwegs. Finde ich gar nicht so geil. Ich finde den Raptor eigentlich besser. Allein schon, weil er besser bewaffnet ist und eine bessere Panzerung hat. Okay. Ich würde sagen, wir düsen direkt los. Es kann sein, dass ich Asteroidenfelder Flüge schneide, weil da ist nicht so viel los in den meisten Feldern. Wo ist denn der blöde Ralari? Da ist er ja. Der Exeter. Objective reached. Okay, da fliegen wir direkt wieder raus. Wir haben gerade das Asteroidenfeld gestriffen. Jetzt geht's direkt wieder zurück. Und in das verkackte Minenfeld. Da habe ich jetzt schon keine Lust zu, wisst ihr das eigentlich? Ich fliege erstmal Richtung NAV 3. Ich wollte Richtung NAV 3 fliegen, bitte, danke. Damit ich, das Minenfeld nur streifen muss. Denn ich wollte jetzt nicht unbedingt da mitten reinfliegen. Das wäre ziemlich bescheiden, ehrlich gesagt. Da habe ich keine Lust zu. Okay. Ja, das ist noch nicht gut genug. Wir fliegen jetzt mal ein Stückchen weiter. So. Das sieht gut aus. Jetzt fliegen wir zu NAV 2. Dann schauen wir mal, was da abgeht. Ich hoffe nicht allzu viel. Habe ich meine ganz schnell auf voll ganz gestellt? Nein, habe ich nicht. Shit. Wo? Da. Ich muss ja leider hier rein. Yaltis, ach du Schande. Okay, dann jage ich mal ein paar Yaltis hoch. Na komm. Oh, der ist so wendig, das Ding. Ich bin gerade an den Raptor gewohnt. Der nun eine relativ begrenzte Wendigkeit hatte. Und jetzt bin ich wieder in einem schnellen Rapier unterwegs. Das ist natürlich erstmal heftig. Boom! Zack! So, jetzt bist du dran. Schön, dass Hunter den für mich abgelenkt hat. Boom! Ha, das war doch easy. Okay, wo ist der Nachtpunkt? Da, den muss ich mich jetzt leider noch eben berühren. Das mache ich mal eben. Und scheiße Minen. Okay, ab zu NAV 3. Raus aus dem Minenfeld. Hoffentlich tauchen die jetzt nicht auf. Nein, tauchen sie nicht. Glück gehabt. Okay, Hunter. Okay, ich wollte eigentlich einen Statusbericht haben, aber den kriege ich von ihm offenbar nicht. Dann navigiere ich jetzt durch NAV 3. Das liegt ja auch leider mitten im Asteroidenfeld. Shit, da geht's schon los. Oh, scheiße, ist das dicht, das Asteroidenfeld. Widerlich. Ich weiß nicht mehr, wo dieser bescheuerte Nachtpunkt ist. Ich sehe den überhaupt nicht. Auf jeden Fall nähere ich mich. Habe ich mich ihm. Oh! Freach, okay, wo ist nach 4? Oh, aus dem Weg. Da ist nach 4. Okay, ich fliege immer eben raus und wir sehen uns gleich wieder. Weg hier. Okay, ich bin raus aus dem Asteroidenfeld. Wir können loslegen und ich sehe schon Gegner. Das kann ja heiter werden. Dann geben wir mal Gummi. So. Wen kriegen wir zuerst? Ich glaube, der ist am nächsten dran.
dann ist der auch der Erste, der sterben muss. So einfach ist das. Gucken, ob ich einen im Anflug erledigen kann. Das ist natürlich geil. Und weg hier. Jetzt lädt das Ding schon wieder nicht nach. Komm schon. Noch ein Treffer. Ach komm jetzt, ernsthaft, explodier endlich. Dass der nicht sterben will, das ist unfassbar. Wo ist denn der? Da. Na los, ach, warum lädt denn die Waffe nicht nach? Verdammt nochmal. Dass der... Ich krieg den nicht klein. Na, endlich! Gut gemacht, Hunter. Ich bin schon da, um dir zu helfen, Hunter. Keine Sorge. Scheiße. Das war alles andere als geplant. Okay, sorry, Leute. Ich glaube, ich werde hier abhauen müssen. Das werde ich sonst nicht überleben. Oder ich versuche, den in die Flucht zu schlagen. Das ist natürlich super. Das klappt. Hunter kann ruhig den Ralari angreifen. Na, willst du fliehen? Hau mal ab. Nee, der haut nicht ab, leider. Dann werde ich ihn wohl zerstören müssen. Hier kommt gleich eine zweite Welle mit Gratas. Ja, shit. Ich glaube nicht, dass ich die kriegen kann. Aber ich glaube, Hunter hat schon den Ralari abgeschossen, wie das aussieht. Dann werden wir uns jetzt verkrümeln. Jetzt komm schon her, Mensch. So, weg. Tschüss. Nee, das tue ich mir nicht an. What the fuck? Return to base. Nicht, dass der mir hier drauf geht. Ich brauch den noch. So, weg. Vor denen laufe ich davon. Vielleicht könnte ich sie besiegen, aber das sind Gratas. Die halten so viel aus. Das möchte ich mir ehrlich gesagt nicht antun. Jetzt komm schon. Das möchte ich mir nicht an. Ich habe immer den Ralari abgeschossen, die Yaldis abgeschossen und die Krants abgeschossen. Für eine Medaille wird es natürlich nicht reichen, aber... Hallo? Sag mal... Was ist denn das? Wieso ist der nach 4 eingestellt? So, geht doch. Ich hoffe, ich habe nach 4 jetzt auch berührt. Das wäre doof, wenn nicht. Aber es ist egal. Im Bennis-System können wir nicht mehr verlieren. Selbst wenn ich hier die Mission nicht schaffe. Es ist kackegal. Es geht weiter. Wir sind auf jeden Fall in der Mission, in der es klappt. Ich muss hier theoretisch gar keine Mission gewinnen, um das Siegerende zu kriegen. Aber das wäre natürlich langweilig. Von daher. So, Colonel. Was hast du zu sagen? Hm? Erzähl. Ja, soll mir recht sein. Wie gesagt, es ist egal, ich muss hier nichts gewinnen, das passt schon. Ich glaube, es ist auch das erste Mal in diesem Spiel, jetzt in diesem Wing Commander, dass ich vor einem Kampf davon laufe. Aber ich wollte es halt nicht nochmal spielen. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's play Wing Commander, bis dann.